Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich bin's wieder mal, euer XGamer032X, und ich habe euch aus meiner Let's Play Minecraft-Serie Part 171 mitgebracht. Und ja, Play ist gestartet, und wie ihr merkt, oder wie ihr sicherlich merkt, bin ich Level 14 und knapp kurz vor Level 15. Das liegt daran, dass ich noch ein bisschen weiter gespielt habe. Ich war eigentlich schon ein höheres Level, aber dann habe ich mal meine Sachen wieder repariert und noch unten ein bisschen der Mine, ein bisschen was abgebaut und ein bisschen Sand noch ein bisschen hier gefarmt. Ja. Und ihr seht hier, ein bisschen mehr Redstone, ein bisschen mehr Kohle gekriegt und hier ein bisschen Erde. Würde ich mal vorschlagen, dass wir die Erde so ein bisschen nehmen. Und dann hier schon mal das Ganze ein bisschen verfeinern. Oh, hier ist Gras gewachsen. Sehr schön. Und ja, machen wir erstmal hier. Na? Nicht so. So. Was ist das? Stirb. So. Was schwimmen die Dinger hier überhaupt in unserem Se schon wieder eine Krake oder so. Machen wir halt immer erst von Fackel zu Fackel diese Reihe. Das ist nämlich ein ganz nettes Konzept. So. Na, wieso leckt das? Was hat das hier schon wieder? Komisch. Ram ist. Ach so, ha. So, jetzt sollte es lagfrei sein. Kein Wunder. Jetzt habe ich wieder 60 FPS durchgehend. Sehr schön. Gut. Das ist ein Ladeleck gewesen. Oh, ich dachte, da wäre noch kein Block gewesen. Zwei Stück haben wir noch. Machen wir hier mal weiter. So. Ja, das ist Mist. Würde ich sagen, hauen wir hier mal ein paar Fackeln hin. So, und ich glaube hier. Richtig gedacht. So, dann hier. So. Hier einen hin. Hier. Hier. Gut. Und hier. Jo. Hier darf auch keine fehlen. So, das ist doch gut. Für den Anfang. Würde ich sagen, haben wir das hier. Ja, gut. Schauen wir mal hier in unserem Garten vorbei und machen das Ganze hier mal ein bisschen freier, den Platz. Schön wieder was ernten hier. Was zumindest zu ernten geht. Das ernten wir. So, das sieht doch gut aus. Da füllt sich die Truhe. Und einmal nach unten in den Cave. Ach ja, was ich. Oh. Was ich noch verrichten muss, ich hatte, wo ich nicht aufgenommen habe und so alleine weitergespielt habe, ein bisschen, da habe ich ja einen schönen dicken Slime entdeckt. Und jetzt haben wir. Uah. Jetzt haben wir über einen Stack Slime Balls. Finde ich doch gut.
Fail. So, ihr werdet jetzt sicherlich merken, dass ich hier was getan habe. Schaut mal so hier, wie lang das jetzt schon geworden ist. Und hier hatten wir voll nur zwei oder drei Gänge schon in das ganz lange rein. Jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 Stück habe ich gemacht. Also ungefähr 5 oder 4 Stück, als ich nicht aufgenommen habe. Das ist doch eine stolze Zahl. Ganz rechts. Na, das ist nicht ganz richtig. Gut. Aber ich muss sagen, es tut sich hier doch schon ganz schön was. Eine Spinne über uns. So, hier habe ich auch noch ein bisschen... Jetzt sind Lecks ganz schlecht. Was wir auf jeden Fall jetzt mal ändern können, wäre folgendes. Kleinen Moment, erstmal den Zombie töten. So. Und die Spinne vielleicht. Und den Zombie da hinten. So. Ach so, was ich ja noch vorhatte. Und zwar, das hier müssen wir unbedingt mal ändern. Das nervt nämlich. Würde ich sagen. Machen wir das so. Hallo Zombie. Drei Fleisch. Ja, Plünderung 1 ist toll. Und zwar würde ich sagen, machen wir es mal so. Ja. So. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Und die Tür dahin. So, das ist doch besser, ey. Jetzt können wir hier... Zack, gehen wir hier direkt raus. Gehen hier wieder rein. Ohne, dass uns die Leiter immer stört. Ne? Ah, mich irritieren die Spinnen, die sind über uns. Wie dem auch sei, wir gehen erstmal wieder nach oben. Würde ich sagen... Machen wir noch die kleine Schicht Dirt, die da oben auf dem Hügel war. Die machen wir jetzt auch noch ab. Die wir letztes Mal nicht komplett mitgenommen haben. Oh, hier schon wieder Kürbisse. Entspannung. So, hier müssten was... Ah, hier habe ich nämlich schon ein bisschen vorgearbeitet. So. Das sieht doch gut aus. Schön wieder viele Steine. Wir haben auch noch zwei drin. Kriegen wir noch einen Block. So. Das sieht voll aus. So. Wenn wir die letzten hier voll kriegen, dann würde ich sagen, bauen wir hier auch weiter. Na komm. Zack. Na. So, gut, dass ich hier noch ein paar auf Lager habe. 1, 2, 3, 4, 5,
So, hier geht die Kohle aus. Das heißt, nachfüllen ist angesagt. So, Kohle haben wir ja genug. Zumindest im Moment. Was ich jetzt auch echt gerne mal vorhätte, ist mal bei unserem alten Haus vorbeizuschauen, was wir da jetzt so haben. Oder was da noch halt ist. Dann setzen wir uns da auch immer direkt einen Wegpunkt. Ich weiß zwar, wie es lang geht, aber... Na, ein Creeper. Nee. Ah, doch, ein Creeper. Leck. Map muss ich noch aufbauen. Oh, knapp. Bald Level 16. Dann machen wir unsere Spitzhacke. Hier unsere Glück 1 auf Glück 2. Würde ich sagen, wenn das geht. Dann bessern wir die auf jeden Fall noch mit etwas auf. Das ist kein Thema. Denn umso mehr Kohleausbeute haben natürlich auch. Redstone auch und so halt. Aber naja, okay, Redstone ist eher unnötig. Das hier, was hier passiert, ist ein bisschen ärgerlich. Das ist wegen den Chunks, die neu gekommen sind durch das Update. Bisschen ärgerlich, dass es so blöde aussieht, auch mit dem Berg und so. Aber na gut, kann man nichts dran ändern und ich habe jetzt auch keine Lust, da eine neue Welt wieder zu starten. Fangen wir wieder bei Null an. Und das will ich einfach nicht. Vielleicht später irgendwann mal wieder. Aber dann machen wir es auch nicht so, sondern wir machen uns in der Hölle noch ein Portal und das Portal schickt uns eine andere Welt. So können wir immer zwischen den beiden wechseln. Das wäre doch eine bessere Idee, anstatt wieder eine komplett neue anzufangen und diese nie wieder betreten zu können. Ah, ein Skelett. Stirb. Oh, wie so ein Profi hin und her gehopst, Alter. Kleine Lex. Tja. Ja. Zwei Creeper. So, wo haben wir unsere Hütte? Ich glaube, da hinten. Lol, hier ist was gewachsen. Ich dachte, wenn man den Chunk zu weit verlässt, dass hier denn in diesem Chunk nichts mehr passiert. Auch der Ofen macht nicht weiter. Autsch. Manjo. Rapante, Rapante. Yay, Level 16. Bin mal gespannt, was hier... Lol. 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 Oh, Pflasterstein mitnehmen. Enderpearl mitnehmen. Mitnehmen. Oh, die können wir hier lassen, unnötig. Glas können wir mitnehmen. Auch mitnehmen können wir die das Schwarzpulver. Das Lapis können wir mitnehmen. Die TNT, die Kohle. Zaun werden wir früher oder später nochmal gebrauchen können. Mitnehmen. Die im Moment nicht, oder? Nee. Gold, Barren. Auch im Moment nicht. Oh, hier ist sehr viel Dreck. Den können wir sehr gut gebrauchen, würde ich sagen. Den packen wir weg. Den Strandsand können wir auch mitnehmen. Ganz wichtig. Versuchen wir mal den Sand komplett mitzukriegen. Tintensäcke da lassen. Pfeil haben wir auch genügend. Nehmen wir die. Ja. Was haben wir hier noch? Pilze. Sehr viele sogar davon. Dann lassen wir das verrottete Fleisch hier. Hier haben wir nichts weiter. Was haben wir hier? Nothing. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir uns jetzt hier auch wieder zurück. Oh, schöner Stein hier. ich würde den gern haben. Sollen wir den wirklich herausnehmen? Wie sieht denn das aus? Obwohl, wir sind ja eh nicht. Ja, das ist auf jeden Fall... Es verursacht keinen Augenkrebs. Könnte man so machen. Dann würde ich sagen, bauen wir den Stein hier auch raus. Das ist auf jeden Fall schon eine Menge Stein. Wenn wir das mal einsammeln könnten.
17. Boah, ich dachte, das wäre ein Creeper, ey, ohne Scheiß. Den hätte ich aber hier einen Collar gekriegt. 19 Stück. Zack, das sieht doch auch ganz okay aus. Naja gut, wir sind hier eh nicht mehr. unsere Burg. Ja, die Burg, das ist ein kleiner Fail alles gewesen. Das hätten wir direkt woanders bauen können. Und zwar da hinten, wo wir jetzt halt mit unserer Basis sind. Das ist natürlich echt ein bisschen doof gelaufen, würde ich sagen. Können wir ja nochmal vorbeischauen. Schauen wir mal vorbei. Unsere gute alte Burg. Noch aus vergangenen Let's Plays. Wow. Buggt auch schon wieder. Na gut, man kann raus und rein. Na, haben wir hier Zombie? Ist ja noch nicht alles ausgeleuchtet. Schlafen können wir aber mal, wenn das geht. Yes. Megustar. Supi. Ich hab Hunger auf einmal. Haben wir nicht hier unten immer so eine Work A hier? 2 Brote. Besser als gar nichts. Hauptsache wir können rennen. Gehen wir mal auf unseren Wachposten. Wir haben schon irgendwie eine coole Welt erwischt. Die ganzen Bäume und so, das ist cool. Und die Berge. Richtig nice. Die Berge hier auf der anderen Seite sind riesig. Riesengroß. Zeige ich euch nochmal. Schaut euch das mal an hier. Das ist ja wohl mal nice. Deswegen wollte ich auch zum Beispiel die Burg hier haben. Weil das so epic ist. Schauen wir mal auf die Minimap. Kann man hier wirklich viel sehen? Machen wir die wieder aus. Schöne 60 FPS. Zumindest an manchen Stellen leckt's. Tja. Schnell gehen wir hier wieder runter. So, und jetzt bewegen wir uns ganz schnell wieder in Richtung Basis. Denn ich hätte nicht wirklich sehr viel Lust, hier jetzt mein Leben zu opfern. Sollten hier irgendwo noch Creeper rumlaufen. Okay, das sollte eher nicht passieren. Oh mein Gott, Evil Chicken. Ich hab Angst. Na du. Ich trau dem hier nicht. Hier ist doch was. Ja, hier. Oh, Eisen. Lol, das ist ja nice hier. Komm her. So. Oh, hier haben wir ganz schön Creeper. Krebsor. Komm her. Komm her. Box dich tot. Sammeln wir. Nein. So, einsammeln. So. Das tauschen wir mal. Und hier will ich die Fackeln haben. Schauen wir mal. Wow. Oh, ich bin erschrocken, ey. Kohle. Scheiße, was ist das denn hier? Ganz schön riesengroß. Nice, nice. Oh, hier haben wir ganz schönes Kohlelager, wa? Und ja, ich weiß, dass der Creeper auf uns zugelaufen kommt. Da hinten irgendwo. Kohle brauchen wir jetzt eh. So, unsere 20-Minuten-Marke haben wir gleich erreicht. Länger wollten wir ja die Parts jetzt nicht machen. Das wäre so meine Grenze, so 20 Minuten, mehr will ich nicht. Denn es gibt Leute, die schreiben, ja,
Das ist zu lang. Ich schaue lieber 15 bis 20 Minuten Parts. Deswegen. Oh, nicht gut. Puh. So. Wackeln wir nochmal zu unserer Basis. Und dann gibt es einen kleinen Cut. Eine schöne Aufnahmepause. Ja. Ihr solltet dieses hier mal bemerken. Wenn ich hier so am Mikrofon, das ist ganz einfach deswegen, weil ich mir beim Husten die Hand vorm Mund halte. Denn ich habe keinen Bock, dass ihr ungefähr so etwas hört, sowas Pustendes, sowas. Und das muss nicht sein. Deswegen, so kann man das eher nicht hören. 21 Minuten gleich schon hier, ey. Na komm, mach doch mal ein bisschen schneller, Mensch. Bin doch noch jung. Yeah. The Evil Chicken. Lol, da hinten ist ein Cave aufgeschnitten. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Was ich unbedingt nochmal erwähnen muss. Letzten Part hatte ich ja so nach 2-3 Minuten angefangen, über SpongeBob zu reden, ne? Also hier, dieses mit, was ist bitte schön, ja, so toll, dick, dumm und rosa zu sein. Auf jeden Fall, was ich noch sagen muss, die Stelle, ne, wo er dann unbedingt den Preis haben will, ne, und dann ist das ja nachher mit den, wo SpongeBob alles nachmachen will und SpongeBob will ihm auch alles zeigen. Und dann mit dem Glas da, mit dem Gurkenglas. Den Deckel. Und dann fester auf den Tisch, klatscht sich an Kopf, an die Stirn. Und jetzt ist der Deckel. Den Deckel. Faster. Kalt. Wärmer. Oh, das brennt. Ich hab mich so kaputt gelacht, Alter. Tja. Okay, also ich würde sagen, das hier sind jetzt auf jeden Fall mehr als was bei uns jetzt noch in die Kiste passt. Machen wir mal so. Und zack, oh, endlich geht das mal gerade auf. So, und jetzt passt das hier nicht mehr rein. Blumen, unnötig. Hier, ihr seht, wir haben jetzt über einen Stack Slime Balls. Oh, das passt auch nicht mehr. 3 Stacks davon. Würde ich sagen, nehmen wir das so. Oder? So rum. Ne, so. So. Schmeißen wir den Müll weg. Gut, das lassen wir so. Den Sand. Den machen wir auch schnell zu Stone Bricks. Quatsch, Bullshit hier. Bullshit. Oh Mann, keine Kraftausdrücke in Videos, bitte. Bullshit. Oh Mann. So. Machen wir das nochmal schnell so. Zack, zack. Sammelt jetzt wieder ein den Schrott. Oh, wurde ich da gerade auf meinem iPhone angeschrieben? Egal. Ignorieren. Ich mache jetzt das Video noch jetzt Ende. So. Gut. Ich würde sagen, hier endet doch erstmal der Part. Wir sind jetzt bei knapp 24 Minuten und 10 Sekunden jetzt angelangt. Angereicht, genau. Auf jeden Fall, ich würde sagen, hier gibt es erstmal eine kleine Aufnahmepause. Und ja, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich hoffe doch mal, dass wir uns im nächsten Part wieder sehen. Dass du dabei bist und dir diesen Part einfach wieder anschaust. Wie gewohnt. Gut, solltet ihr oder du jetzt das erste Mal bei meinen Videos zuschauen und es dir gefallen haben. Oder falls allgemein du mich noch nicht abonniert hast, würde ich mich freuen, wenn du dies tust. Denn ich würde mir gerne ein paar Abos dazu verdienen. Und gut. Wenn du dieses Video magst, drück Daumen nach oben. Ja, das finde ich nämlich gut. Sonst bin ich ganz traurig. Gut, wie dem auch sei.
Wir haben jetzt knapp 25 Minuten erreicht und ich würde sagen, ich bin hier raus. Bis zum nächsten Mal. Euer X-Gamer 032X. Ciao, Leute.